Willkommen Freunde zu den Play News heute am Sonntag. Heute geht es unter anderem um GTA 5, um Star Wars Battlefront, um The Witcher 3 Wild Hunt und natürlich auch um ganz viele andere interessante News. Wie immer eigentlich das Ganze nach dem Intro. Am Dienstag erscheint ja bekanntermaßen endlich GTA 5. Für den PC. Das habe ich mittlerweile schon 3000 Mal gesagt und ihr könnt es wahrscheinlich gar nicht mehr hören, aber ich sage es einfach nochmal, beziehungsweise habe ich hiermit gesagt. Und auch Rockstar Games dachte sich, angesichts dieses Großereignisses müssen wir nochmal etwas Bestimmtes auf die Beine stellen und das haben sie jetzt gemacht. Jetzt am Wochenende findet nämlich ein Rockstar Games Sale statt und zwar im Store von Humble Bumble. Da gibt es jetzt ganz viele Rockstar Games Klassiker knallhart reduziert. Solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeigucken, zum Beispiel GTA 4 für 4 Euro oder im Bundle mit den beiden Episoden Episodes from Liberty City für 5,99 Euro oder die Complete Edition zu LA Noire für 6 Euro, um 80% reduziert, also hört sich auf jeden Fall gut an. Natürlich auch die Preload-Version zu GTA 5 und auch ganz viele andere Klassiker knallhart reduziert, auf jeden Fall mal vorbeigucken, wie gesagt, das Ganze läuft jetzt am Wochenende und lohnt sich auf jeden Fall für alle Fans von Rockstar Games. Leute, ich muss euch ein Geheimnis verraten und zwar, ich bin kein Star Wars Fan auf der einen Seite und ich habe die Filme auch alle wirklich nicht gesehen, ich habe da keine Ahnung von. Trotzdem werde ich jetzt mal über Star Wars Battlefront ein wenig berichten, denn jetzt im April soll ein erster Trailer gezeigt werden. Bisher gab es ja nur einen Teaser und ein Entwickler-Tagebuch und noch nicht wirklich viele Informationen. Und jetzt soll der Trailer zum ersten Mal innerhalb der Star Wars Celebration gezeigt werden und zwar am 17. die ganze Messe, das ist eine Star Wars Convention oder eine Star Wars Messe, die findet vom 16. bis zum 19. April in Anaheim bzw. im Anaheim Convention Center statt und da gibt es natürlich dann auch ganz viele weitere Infos neben dem Trailer und die Presse soll auch hinter verschlossenen Türen exklusives Gameplay-Material präsentiert bekommen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, Mafuyo und hier die ganzen Jungs sind ja auch alle da unterwegs. Gut, dass ich kein Star Wars Fan bin, ansonsten wäre ich ein bisschen neidisch. Ja. Star Wars Battlefront soll wohl noch Ende 2015 erscheinen und zwar für PC, PS4 und Xbox One. Und ich würde jetzt sagen, ich bin gespannt auf den Titel, aber wie gesagt, kein Star Wars Fan. Also weiß ich nicht, ob der Titel so interessant für mich ist, aber für euch wahrscheinlich schon. Keine News ohne The Witcher 3 Wild Hunt. Ich habe natürlich wieder etwas sehr Interessantes für euch und jetzt hat der Entwickler nämlich einen neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht und der ist wirklich, ganz ehrlich, der hat mich wirklich beeindruckt und ich habe so Lust auf dieses Spiel. Innerhalb von 4 Minuten geht man auf die Besonderheiten und auf die Möglichkeiten des Spiels ein, beziehungsweise auf die Möglichkeiten, die man innerhalb dieser Spielwelt hat und die sind wirklich beeindruckend neben der Grafik. Man hat so viele Möglichkeiten. Außerdem haben die Entwickler jetzt nochmal innerhalb eines Gespräches mit den Kollegen von Game Reactor enthüllt, dass ein Entwickler von den Entwicklern rund 25 Stunden im Speedrun gebraucht hat, um The Witcher 3 durchzuspielen. Und der kennt das Spiel natürlich in- und auswendig, hat alle Dialoge übersprungen und den optimalen Weg gewählt. Und trotzdem hat er 25 Stunden gebraucht, ist für einen Speedrun natürlich relativ lang. Insgesamt braucht man wohl als Spieler, wenn man dann das erste Mal die Handlung durchspielt, rund 50 Stunden. Und laut der Entwickler kann man aber auch locker 200 Stunden in The Witcher 3 verbringen. Hört sich gut an und ich glaube, das ist gut investiertes Geld. GTA 5 läuft auf den Konsolen ja mit einer Bildwiederholrate von 30 Bildern die Sekunde. Auf dem PC werden es 60 Bilder die Sekunde sein. Allerdings fragt man sich jetzt natürlich, stellen dann diese 60 Bilder die Sekunde das Maximum dar oder ist auch noch mehr möglich? Und jetzt haben die Kollegen von PC Gamer mit Rockstar Games wohl gesprochen und die haben irgendwie inoffiziell bestätigt, dass wohl auch mehr als 60 Bilder die Sekunde dann auf der oder bei der PC-Version möglich sind. Denn das wäre ansonsten ein bisschen blöd, weil viele Gamer haben einen schnellen PC und dann auch Monitore mit einer Bildwiederholrate von 120 oder von 140 Hertz. Insofern würde das natürlich dann so sein, dass man die Hardware und die Monitore und so gar nicht richtig ausnutzen kann. Aber wie gesagt, die haben das jetzt wohl bestätigt. Mehr als 60 Bilder die Sekunde können auf dem PC dann dargestellt werden. Und ich bin mal gespannt, wird sich ja dann am Dienstag zeigen. Mirror's Edge 2 und Mass Effect 4 sollen laut dem Branchenanalysten Michael Pachter noch im Geschäftsjahr 2016 erscheinen. Das endet ja bekanntermaßen am 31. März 2016. Das heißt, es ist nicht mehr so lange, bis dann die beiden Titel, auf die wahrscheinlich viele warten, dann erscheinen. Außerdem soll noch in diesem Jahr auf der E3 ein neuer Need for Speed Teil angekündigt werden und der könnte auch 2015 dann veröffentlicht werden, genau wie Star Wars Battlefront, da habe ich ja eben schon drüber berichtet. Wie gesagt, neue Infos und ja, Details zu den Release-Terminen erwarte ich dann bei der E3 im Juni. Bin mal gespannt, das sind auf jeden Fall einige hochkarätige Titel, die dann in der nächsten Zeit noch erscheinen werden. Seid einfach mal gespannt, was dann bei der E3 so rauskommt.
das waren auch schon wieder die News und ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal wieder die Sonne genießen. Solltet ihr auch tun, wenn bei euch die Sonne scheint. Und dann noch einen schönen Tag, schönes Restwochenende und bis zum nächsten Mal, bis zu den nächsten News. Ciao! So viele Informationen gab es bisher zu Star Wars Battlefront noch nicht und ich mache das nochmal neu. Ja.